Hallo meine lieben YouTube-Freunde. Heute spreche ich über die Konstellationen für den Monat August 2021 und was uns Nostradamus prophezeite. Die Prophezeiung Nostradamus lautet für den August in der zweiten Zenturie, Vers 13. Der Körper ohne Seele wird nicht mehr geopfert. Der Tag des Todes wird zur Geburt umfunktioniert. Der göttliche Geist macht die Seele glücklich, wenn man das Wort in seiner Ewigkeit sieht. Leider wird dieser Monat August kein so guter Monat werden, denn es werden keine Glückszeichen da sein. Wir werden alles unternehmen müssen, um neue Zuversicht mit Geduld und Vertrauen zu erlangen, damit wir nicht trübsinnig werden oder in Verzweiflung geraten. Viel Schrecken, Not und Katastrophen hat uns Nostradamus prophezeit. Aber er hat auch vorausgesehen, weshalb das notwendig ist. Denn es wird eine neue, echte Menschheit geben. Das bedeutet, wir werden nicht mehr sterben und wir werden über alle Fähigkeiten verfügen. Unsere Seele wird befreit ins Jenseits blicken können. In diesem August wird uns nichts geschenkt. Übermut, Leichtsinn und Unruhe werden uns in Hülle und Fülle heimsuchen. Wir sollten für diesen Monat nicht allzu viel planen, sondern vor allem bemüht sein, miteinander auszukommen. Sozusagen sind wir die letzte Generation, die den Weg zur echten, wunderbaren Welt bereiten muss. Nostradamus meint damit klar und deutlich, den bevorstehenden Krieg werden wir weder bewältigen können noch überleben, wenn wir den Sprung zur neuen Menschheit nicht schaffen. So werden wir keinen Propheten mehr brauchen. Zu unseren neuen Fähigkeiten wird gehören, dass es keine Lügen mehr geben kann, weil jeder weiß, was der andere fühlt und denkt. Und das ist erst der Anfang. Die Seele wird sich vom Körper lösen und kann auf Wanderschaft gehen, bis hin ins Jenseits. Wir werden Gott selbst und auch den Verstorbenen begegnen. Sterben wir, wird unser Körper nicht mehr beerdigt. Weiter schreibt Nostradamus: Der Tag des Todes wird zur Geburt umfunktioniert. Wir werden nicht sofort geboren und müssen nicht mehr endlos auf eine neue Inkarnation warten. In einem weiteren Vers verspricht Nostradamus: Körper, Seele und Geist verfügen über alle Macht. So könnte man sich gut vorstellen, dass wir alle so sein werden wie der berühmte Seher Edgar Cayce es in Trance sah. Sofort, nachdem man ihn in Schlaf versetzte, konnte er jeden sehen, wo immer er auf Erden lebte. Und er konnte jede Krankheit erkennen und heilen. So werden dann alle Menschen im Wachzustand sein, brauchen keine Ärzte, Schulen und Anwälte mehr. Die Menschheit wird perfekt sein. Auf diese Zeitepoche steuern wir hin. Und das sollte uns mit Zuversicht erfüllen. Darauf können wir uns freuen. In Liebe. Eure Deria.